Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3, Folge Nummer 5. Ja, wir sind schon soweit. Und wir möchten heute sozusagen ein bisschen hier arbeiten, da ein wenig weitermachen, hier ein wenig weitermachen. Schauen wir mal, wie weit das wir hier noch kommen, weil wir möchten da ein bisschen aufs Gas drücken. Hier müssen wir auch mal schauen, dass wir noch ein bisschen weiterkommen, weil wir brauchen ja das hier alles. Wir brauchen das, um sozusagen hier voranzukommen. Firewood brauchen wir auch noch. Ich glaube, das ist auch hier. Ja. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Basic Farming, brauchen wir Prismarin und Boron Ingots. Und für Better Storage brauchen wir die Slime Balls. Genau. Also das ist da, wo wir jetzt langsam mal hin müssen. Aber dafür geht es jetzt erstmal hier entlang. Das heißt, wir brauchen jetzt als nächstes erstmal Live Infusion. Wie gesagt, Kaktus haben wir. So, das heißt sneaken, Rechtsklick, aua, aua, aua. Und wir haben 3. Wir essen mal was anderes. Fein. Hauptsache meine Herzen werden wieder geladen. So, okay, also, dann brauchen wir Sand. Das haben wir mittlerweile hier. Also einmal den Sand, einmal die Nadel. Okay. Ich vermute, dass ich da einen Dreier brauche. Puffer-Effekt. So, wie heißt du? Sandstone Infusion Stone. Sandstone, Sand habe ich schon mal offen. Sandstone. Ja. Sollte man halt auch einen Sandstone machen, nicht nur Sand. Erledigt. Sehr schön. Und Sandstone Infused Stone. So, was kann ich denn mit dem Ding alles noch machen? Ich kann Säpplinge herstellen. Mit einem Kaktus kann ich 3 Kakteen erstellen. Okay. Mit einem Sapling. Und Rotten Flesh kann ich Dead Bushes herstellen. Ich vermute, dass dass da dann die nächste Quest davon abgeht. Oh, und die waren cool. Ich merke schon, ich muss langsam aber sicher anfangen, meine Plattform zu erweitern und ja, zu verbessern. So, Stone Cutting Knife. Cutting. So, und zwar dieses hier. Davon brauche ich 1. Okay. Dann machen wir das in Schnellvorlage. So, das sind schon mal. Ich brauche 9, 18, 27. Vielen Dank. Haben wir. Auch nochmal welche. Danke. Ja, dann habe ich. Genau, dann brauchen wir Sticks. Davon brauche ich auch. 1, 2. Ich glaube, das war jetzt einer zu viel. Ist egal. Also, dann haben wir diese Konstellation, das ist Nummer 1. Dann haben wir diese Konstellation, das ist Nummer 2. Und wir haben fertig. Genau. Blibblibblim. Dann nehmen wir mal den unteren. Und wir claimen. Und wir haben. Das ist der dritte. Ah, nee, das ist ein neuer. Okay. Stimmt, der hat goldene Flügelchen.
Hervorragend. So, dann geht es hier mal weiter. Dann brauchen wir Gras. Ja, ich soll Grasblöcke machen. Dafür brauche ich Seeds. Ja, und jetzt kommt bestimmt der da zum Vorschein, dass ich. Ah, schaut mal, ich brauche Seeds für den Grasblock. Ah, schaut, und hier haben wir die schöne Sachen. So, jetzt ist nur die Frage, kriegen wir hier auch Seeds? Ja, Weizen, der war witzig. Ah, aus. Ich könnte jetzt natürlich. Ja, okay, das kann schon sein, dass man Gras herstellen muss und das Gras dann abschlagen, dass man Seeds rausbekommt. Wäre auf jeden Fall. Ah, schaut, und Gras und zwei Flint und ein Seed ergibt ein Seed. Okay, das heißt, ich brauche einen Deadbush. Und Deadbush war, soweit ich das jetzt gesehen habe, hier dabei. Genau, das heißt, ich brauche jetzt Rotten Flesh und ein Sapling. So, ich muss jetzt nur noch rausfinden. Gehen wir mal hier hin. Wie das Teil hier funktioniert. So ganz im Kopf habe ich es nicht mehr. Stage 2. Ist das schon Stage 3? Nein, das ist noch Stage 2. Genau, Seeds. Vanilla Seeds, including Seeds, Melon, bababa. Bei Breaking Grass. Ja, das ist mir schon klar gewesen. Rock Grinder. Fusion Table. Metal Creation. Das wird das ist da, wo ich hin will. Da steht nichts da. Steht noch mal was in der Quest drin. You can make plans need for progression by using health and food certain. Okay, also. The Sky's Resource Guide. Da war ich gerade drin. Ich kann auch einfach nur mal blind sein, aber ich gehe mal auf Sand Island. Life Infuse, Sandstone Infuse. Achso. Mist. Okay. Okay, du musst das eine in die Offhand nehmen. Dann wie viele Herzen, das du brauchst für die Infusion. Den Infused Stone sollst du in der Main Hand halten. Ah, okay. Alles klar. Ich glaube, ich habe es verstanden. So, das heißt jetzt für mich, wir gehen mal schnell schlafen. So, das heißt jetzt, wir gehen jetzt hin. Ich hab ein paar. Das heißt jetzt, wir nehmen jetzt das Rotten Flesh, die vier Stück, und packen die in die Offhand. Saplinge habe ich auch genügend. Dann nehme ich jetzt auch mal vier raus. Dann stelle ich die dahin. Ja, und jetzt heißt, wir brauchen gut Essen. Weil das wird schmerzhaft und ja.
Aua. Habe ich nichts mehr drin. Ach, da. Da sollte man natürlich aufpassen, dass man das nicht macht, wenn man gerade schon sowieso schon angeschlagen ist. Ja. So, einen habe ich und ich brauche. Ich brauche für den Grasblock. Kann ich den auch infusion? Genau, dafür brauche ich 4. Und Dirt Block. Okay. So, dann machen wir gleich den Nummer 2. 1, 2, 3, 4. Meine Leben sind voll. Au. Dann ist man da weg. Da kann ich das da hinten einreihen. So, jetzt mal was. Schaut gut aus. Dann die nächsten 4. Wieder au. Mir fällt gerade auf. Ich habe 2, 4, 6. Ich habe 8 Herzen. Normalerweise hat man noch 10. Da kriege ich bestimmt irgendwann welche. So. Und wenn jetzt nichts dazwischen kommt, die letzten 4. Okay, dann habe ich jetzt schon mal davon 4. So, und die muss ich jetzt dann mit Flint, davon brauche ich jetzt 8. So, das heißt, du kommst rein, du kommst rein, du gehst zu. Und ich habe meinen ersten Seed. Meinen zweiten Seed. Nummer 3. Und wenn jetzt nichts dazwischen kommt, mein letzter. Sehr gut, wir haben 4 Seeds. Könnt jetzt sogar hingehen. Ich bin gerade sogar beim Überlegen, ob macht das Sinn. Das macht Sinn. Das macht wirklich Sinn. Ich gehe mal schnell. Ich brauche mal ein bisschen Erde. Ich glaube, genau. Ich habe noch ein paar gemacht. Das heißt, ich gehe mal schnell hier hin. Mattock. Nochmal Mattock. So, dann gehe ich hin und pflanze dich mal an. Ja. Bone Meal haben wir ja noch ein bisschen. 1, 2. Ja, jetzt habe ich 5. Hätte ich eigentlich die ganze Zeit schon machen können. Bin ja froh, dass ich da total mitdenke. So, und jetzt brauche ich ja den Grasblock. Für den Grasblock brauchen wir 4 Seeds, einen Dirt. Das ist kein Ding. Das machen wir gleich. Dann haben wir 4 Grasseeds. Dann gehen wir erstmal hin. Oder nochmal was? Und wir haben unseren Grasblock. Hurra! Das heißt, die Quest ist auch abgeschlossen. Claim.
Und, oder was war das? Nicht, dass ich rausrenne, auf einmal steht ein Monster vor. An Mudbrick, ja, genau. Braucht man. Sehr viele davon. So, das heißt erst einmal, habe ich noch Kisten einstecken? Habe ich. Dann kommen die hier hin. Da kommt das erstmal hier rein. Dann habe ich hier nochmal Schneebälle. Die kommen hier rein. Und der Vereinzelte kommt hier rein. So, Rotten Flesh kommt weg. Das Seed kommt weg. Das Weizen kommt weg. Die Pfeile kommen auch weg. So, sehr schön. So, Loot weg, Loot weg, Loot weg. Geht das noch so, wie es ich im Kopf habe? Leider nein. Oder brauche ich da mehr? Ja, ist egal. So, muss ich natürlich jetzt aufmachen. Ah, Spider-Eis, okay. Oh, ein Giga-Pickle-Seed. Sehr schön. Ein Ancient Tome. Kriegt man auch ein Dutzend billiger. Das habe ich bis jetzt jedes Mal gekriegt. Okay. Seed kommt hier mit rein. Leiter kann ich auch mit reinschmeißen. Oh mein Gott. Richtig viel diesmal bekommen. Das ist jetzt auch ein Item, das ich noch nicht kenne. Schon wieder eine Map. Auf, nein, die stackt nicht. Eine Treasure Map. Ah, okay. Nummer 3. Gibt ja auch Schätze. Schön. So, Spectre-Coil weg. Du kommst auch mal weg. Die Nadeln kommen auch weg. Ja, dann machen wir jetzt noch die 4 schnell auf. Ich habe einen Chrom bekommen. Nickel bekommen. Oh, ohne Hose. Hose ist gut. Hose ziehen wir sofort an. So, aber Ingots ist schon mal sehr gut. Ein Lexika Botania habe ich bekommen. Nett. Ich hoffe, dass da nichts drin ist, ne? Das was auf einmal so wie lustige TNT oder Bomben drin sind. So, dann haben wir Silber. Dann haben wir, die können weg, Zink. Nickel haben wir schon. Tungstenstiel. Und Bronze. Cool. Am Magic Hood. Ein Zauberhut. So, haben wir auch wieder hier Platz. Eine Enderperle und Lapis. So, Enderperle. Lapis. Redstone wäre noch ein bisschen. Wäre noch schön. Oh, eine Steadfast Princess. Auch nicht schlecht. Aber halt, Princess und keine Queen. Weil dann werde ich ja was rauskriegen. So, was haben wir hier noch? Weed und nochmal Knochen. Ja, sag ich doch. Ancient Tome. Unfamiliar Item. Salamander Eye. Nochmal Weed. So, dann gehen wir mal in den Mana-Stil, auch nicht schlecht. So, was haben wir noch? Schwarzen Quarz. Und wieder eine Disk, kann man die stecken. Nein, ich sehe das schon, dass diese Kiste jetzt auch gleich vollgemüllt ist. Haben wir noch eine Viole, noch zwei.
So, und jetzt machen wir die gleich komplett auf. Ah, Stahl haben wir jetzt auch noch. Ja. Clever. Ach Gott sei Dank. Ey, ich habe sie nicht ganz runtergeschmissen. Das heißt, ich habe eine. Okay. Die. Boosted dein Health. Okay. Falls ich mal ein Pferd habe, kann ich das auch schon mal einkleiden. Ich habe einen Kompass, dass ich nicht mich verliere hier oben. Obsidian, das ist nett. Und wir legen uns mal schnell hin. Haben wir mal ein paar schöne Loots bekommen. So, ich habe doch noch einen Epic. So, und Mega-Loot, Bubble. Okay, einen Bubble-Ring habe ich noch bekommen. Nett, nett, nett. Okay. Und dann hätte ich gesagt, machen wir noch schnell einmal Kakteen. Au, Anten. Den kann man immer gebrauchen. Okay, so. Das heißt, was haben wir jetzt hier hinten? Ah, okay, ich brauche jetzt die restlichen Seeds. Klar, die kriege ich jetzt dann über das Grasfeld. Und das wird aber erst gemacht, wenn ich meine Plattform etwas verbessern kann. Ja, Compressed Cactus. Vermute ich, habe ich da eine Vermutung, wie der funktioniert. Ne, ein Alchemist Dust. Das ist der hier. Dafür brauche ich jetzt zweimal Blaze Powder. Ich bin gerade ehrlich, ist da. Aber Blaze Powder sehe ich schon mal keinen. Das heißt, wir brauchen davon einen. Danke. So, dann haben wir ja gesagt, wir brauchen davon drei, davon zwei und eine Charcoal, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Richtig? Jawohl. Und 335 HU. Jetzt die Einheiten. So, du rein, du rein, du rein. Deckel drauf. Jawohl, wir sind bei 600. Und wir haben Primus Alchemist Dust 5 Stück. Wir looten uns was. Oh nein, wir looten uns nichts, weil wir brauchen ein Alchemical Fusion Table. Alchemical Fusion Table. Dafür brauchen wir das. Das ist kein Ding. Okay, das ist auch kein Ding. Habe ich noch einen da oder muss ich welchen brennen? Ich habe noch 8. Habe ich es gerochen? So, dann kommst du da rein. Dann habe ich schon mal den hier. Dann brauche ich jetzt als nächstes okay, einfach nur Planks. Planks, Planks. Du kommst hier hin, du kommst hier hin. Und ich habe mein Alchemical Fusion Table. Die stelle ich mal hier hin. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch wieder, wie es funktioniert. Sehr gut. Wir claimen uns. Energy Storage Upgrades. Nett. So, dann heißt es jetzt, das haben wir auch erledigt. Condensation und Generating Cobblestone.
Magnified Stone. Magnified. Das ist ein Magma-Block. Okay. Das heißt, ich brauche ein Alchemical Coal. Die stelle ich jetzt mit 3 Gunpowder und einer Kohle her. Wie stelle ich Kohle her? Charcoal, okay. Das machen wir gleich. Danke, dann mache ich auf jeden Fall mal gleich ein paar mehr. Wenn euch das zu laut ist, schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich da natürlich was tun. Sagte er, nachdem ihm die Ohren abgefallen. Entschuldigung. Und sehr laut. Kann es natürlich auch für mich zu laut sein und nicht für euch. Okay, wir haben die Kohle. Ja. Das heißt, davon brauche ich. Okay, wie komme ich an Magma Cream ran? Ja. Das ist sehr schön. Slime. Slimes. Slime Balls. Moment. Hatte ich da nicht? Das ist ein Creeper. Creeper ist. Das müsste sogar Gunpowder sein. Das ist sogar super. Ich behalte mal auf jeden Fall einen, aber den wandle ich um. Dann habe ich schon mal wieder. Dann habe ich schon mal 11. Das ist spitze. So, aber ich habe doch diese Slime Pearl. Genau. Beziehungsweise, jetzt muss ich mal schnell schauen. Slime Ball. Vielleicht komme ich da auch noch anders dran. Ja, genau. Magma Cream. Für mich auch. Combustion. Ah, okay. Ein Schneeball und 8 Plant Matter. Und so habe ich schon mal 6 Stück. Ja. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht alle verduddel. Ja, ich brauche aber 4, ne? Und Blaze Powder brauche ich auch nochmal. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall nochmal Gunpowder. In der Explosionskiste. Oder in der Quercbix. Es werden. Bin ich also auf dem. Geh raus. So, das heißt, du kommst dahin und du kommst dahin und ich habe Magma Cream. Wenn ich jetzt 4 Magma Cream habe, habe ich den Magma Block. Richtig? Und den brauche ich. Magnified Magma Magmafight, okay. So, der Stein ist ja der Stein des Anstoßes. Das ist ja total schwer. Den kriege ich so. So, und dann brauche ich noch davon 2. Okay, dafür brauche ich 6. Der ist 6 Stück und 2x Kohle. So, wenn ich dich jetzt da reinpack und dich da reinpack. Ich muss hier noch was reinladen. Ich weiß noch nicht mehr was. Aber jetzt macht Sinn, sowas reinzupacken, hä?
Richtig, weil der hat ein, das ist nämlich jetzt genau das, der hat eine 75-prozentige Chance, dass man das rausbekommt. So, und nochmal Kohle. Und nochmal Gunpowder. Genau, und jetzt habe ich meine zwei. So, das habe ich und das kommt jetzt. Ah, okay. Oh. Oh. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich da noch mal drankomme? Ich muss mal. Ja, nee, das bringt mir nichts. Ja, weil das war jetzt das da. Plus. Genau, dann brauche ich ja das hier. Plus das da. Und den einen Stein noch. Jawohl, ich habe ihn bekommen. Dankeschön. Magma Fightstone. Hammer. Ah. When touching Crystal Fluid, drops Cobblestone. Ah, okay, das ist sozusagen ein Cobblestone-Generator. Habe ich noch einen. Und ich habe ein Sieve Upgrade bekommen. Mach ich mal da hinten rein. So, das heißt, wir haben auf jeden Fall, wir haben unseren ersten Seed, wir haben unseren ersten Weizen. Also den Katalyst haben wir gemacht. Wir sind hier soweit. Das heißt, wir werden dann beim dann in diese Reihe demnächst weitergehen. Die Seeds machen und dann auch mal die Base anfangen. Aber wir brauchen unser Eisen, weil wenn ich unser Eisen habe, kann ich unsere Base ausbauen. Genau. Kennt ihr mich ja? Brauche eine Schüssel. Genauso ist es. Ja, wenn ihr noch Fragen, Anregungen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.